Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es Kreis ist. Ich glaube, das ist Springen. Bei ihm. Jedes Mal. Ich will reisen, nicht rasten. Jedes Mal. Meine Nase juckt. Ins Licht gucken soll helfen, ne? Funktioniert nicht. Ich kann nicht niesen. Hey, Sansei. Oh, it's you. You may use me to hone your swordsmanship, if you like. Angreifen, parieren, Ausweichschritt. Mikiri-Konter ist das andere. Übersprung ist auch was anderes. Kann er mir das nicht beibringen? Ist doch kacke. Oh, das ist immer noch ein Ding, was wir machen können. Was passiert, wenn ich ihn von der Klinge erzähle? Er will dann bestimmt, dass ich ihn töte. Oh, ich möchte das nicht. Oh, Zain. Dankeschön. Auf der anderen Seite wüsste ich echt gern, was er macht. Verlangt er dann wirklich von mir, dass ich ihn töte oder nicht? Und was ist wenn? Habe ich dann die Wahl, es zu tun oder nicht? Come back, whenever if you have. Töten. Ich kann ihn dann töten. Oder ich muss ihn dann töten. Oder was meinst du? Ja, aber was hätte ich denn davon, wenn ich Sensei töte? Kriege ich seinen coolen Mundschutz? Obwohl, das ist nicht Fashion Souls. Ich darf das nicht verwechseln. Das ist nicht Fashion Souls. Ich krieg keine Klamotten. Ach so, ich dachte, das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Ich weiß es nicht, ob ich das muss oder nicht. Keine Ahnung, ich bin heute ein Bad Boy und wäre für Töten. Oh.
heute ein Bad Boy. Irgendwie kann ich das gar nicht glauben. Ich versuche es halt. Oh. Okay. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Oh, ich glaube, ich will ihn nicht töten. Wir töten jetzt aber dafür einen Haufen andere Leute. Also von daher. Oh, ich kann mir keine Puppe machen. Traurig. So traurig. Und wie war dein Tag heute, Zane? Schön. Ich hatte einen sehr entspannten Anfang des Tages. Hab gefrühstückt. Und dann habe ich festgestellt, dass meine Sofortbildkamera, glaube ich, im Arsch ist. Bin mir nicht ganz sicher. Die Bilder sind irgendwie ein bisschen unscharf und die sind nicht gerade. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich kann nicht gerade ein Foto machen, sondern ich muss die Kamera so schräg nach oben. Es ist komisch. Ich muss mal gucken, ob da irgendwie sich eine Schraube gelockert hat oder sowas in der Richtung. Dann habe ich mein Tattoo gewaschen. Und hab's eingecremt. Und dann bin ich einkaufen gewesen. Dann habe ich die Bücher geholt, die ich vorbestellt hatte. Und dann habe ich mein Journal geschrieben. Ich glaube, das war's. Was so erwähnenswert ist. Ich habe zwar noch mehr gemacht, so Geschirr gespült und so ein Krimskrams, aber ich glaube, das interessiert nicht wirklich.
Aber ja, das war meine Tätigkeiten heute. Yay, Götzschis Konfetti. Ich hatte heute einen sehr entspannten, gechillten Tag. Sehr entspannt, sehr ruhig. Oh, war cool. Das war cool. Ich muss mal gucken, mit welches Buch ich jetzt anfange. Ob ich jetzt das Buch anfange, wo mir Kelly Killer empfohlen hat, beim Discord. Oder ob ich das andere Buch anfange, was mir empfohlen worden ist. Mal gucken, welches ich zuerst mache. Nochmal göttliches Konfetti, jetzt sind sie aber nett zu mir. Weil ich bin nicht diejenige, die mehrere Bücher nebeneinander lesen kann. Irgendwie kann ich das nicht. Es ist nicht so, dass ich irgendwie die Story dann vergessen würde von dem anderen oder sowas. Darin liegt es gar nicht, sondern es ist eher dieses, ich will das eine erst machen und es auch zu Ende machen sozusagen und dann will ich das andere machen. PewDiePie, trägt er die Öhrchen nicht verkehrt rum? Ist da nicht irgendwas? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe PewDiePie schon länger nicht mehr geguckt. Ich habe seinen Japan-Vlog geguckt. Den habe ich mir angeguckt. Den Japan-Vlog habe ich mir angeguckt gehabt. Weil Marzia macht ja leider keine Videos mehr. Ich habe Marzias Video echt gerne gesehen. Wirklich gerne. Sie hat echt interessante Videos immer wieder gemacht. Stimmt, er trägt sie andersrum. Ja. Ich habe das bei einem von den Bildern gesehen, die nebendran waren. Dass er sie andersrum trägt. Warum auch immer. Ich meine, dass er sie trägt, stelle ich nicht in Frage. Aber warum trägt er sie andersrum? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Echt? Krass. Das könnte ich mir nicht leisten. Mit einer kompletten Familie nach Tokio zu huschen. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Broski, wo gehst du hin? Broski, Broski, Broski. Oh no, what are you doing? Why? Why did you do that? Viel Spaß. Die Orte, die ich bisher gesehen habe in Persona 5, habe ich auch in Tokio gesehen, zum größten Teil. Also es ist auf jeden Fall möglich. Auf jeden Fall. Sag Hachiko Hallo von mir.
Du hast ein Persona. Das gehört zu dir dazu. Eine Persona. Ich meine, ich weiß, du meinst die Spielpersona, aber du hast eine Persona. Jeder hat eine Persona. Das ist Sinn der Sache. Auch im Real Life hast du eine Persona. Du hast ja eine Personalität. Du hast ja ein Ich, was du lebst, quasi. Ich weiß, du meinst dieses monsterartige Ding, aber... Das ist schwierig. Genauso wie schwierig ist, ein Death Note zu finden. Und damit einen Ryuk zu haben, zum Beispiel. Oder von der sprechenden Katze angesprochen zu werden und sich dann in Sailor Moon verwandeln zu können, wo man jahrelang drauf gewartet hat, dass das passiert. Okay, Moment. Das wird zu persönlich. Lassen wir das. Achso, ich habe vergessen zu rasten. Ups. Ach, komm schon. Mach das. Solange du Spaß dran hast. Solange du Spaß dran hast und es dich glücklich macht. Obwohl, wir haben schon 9:30. Vielleicht solltest du das nicht mehr tun. Ich habe gerade aus Versehen meine eine Puppe getötet. Au. Mach das. Seh nur zu, dass du keinen Ärger kriegst. Von irgendwelchen Nachbarn oder so. Aber ansonsten hau rein. Ich brauche noch eine Gebetsperle. Wo kriege ich noch eine Gebetsperle her? Ist eine Gebetsperle noch irgendwo zu finden, vielleicht zufälligerweise? Weil ich hatte ja jetzt auch schon eine gefunden. Ich glaube, 2 sogar. Thank you.
Alter Schwede, das war eine schwere Geburt. Gehen wir in das Dorf, leveln wir da ein bisschen. Weil im Moment brauche ich Geld. King of Skies, willkommen zum Stream. Moin moin, den Oger hier unten hast du schon, oder? Den Oger? Hab ich da schon einen Oger getötet? Bloodstorm, hab ich da schon einen Oger getötet? Bloodstorm. Hab ich da schon einen Oger getötet? Das ist ein Ding, wo ich schon gemacht habe. May the depart. Da, wo du gerade gefarmt hast. Bei den blauen Ninjas meinst du, ne? Wo wäre der, wenn? Ja, das habe ich schon gemacht. Da in der Mitte bin ich schon ein paar gesprungen. Ja, stimmt. Wir können immer noch den Typen wegzaubern. Wir haben den Fächer jetzt. Aber wir machen das als nächstes. Viel zu viel Zeug, was man hier in dem Spiel erledigen kann. Das war's. Mach ihn alle, kleine Puppe, mach ihn alle! Mach
fang ihn alle! Das machst du wundervoll, krass. Komm, weiter geht's. Da, wo das gibt es, gibt es auch eine Perle auf dem Kopf der Statue. Das habe ich auch schon gefunden. Ja, die habe ich auch schon gefunden. Die habe ich auch gefunden. Die auf dem Kopf der Statue. Zu den Affenwächter schauen. Ist es der, der den Kopf verliert? Dann nein, dann bin ich da gerade dran. Für den farmen wir gerade, weil ich brauche Geistesembleme. Wir fahren mit gerade Geistesembleme. Die haben wir auch gefunden. Das sind die beiden, die ich meinte, dass ich die gefunden hätte. Die oben auf der Kopf der Statue und die in den Dachboden. Die habe ich gefunden. Ansonsten habe ich noch keine gefunden. Aber das sind die beiden, die ich gefunden hatte. Stimmt, die Schuppen. Wie viele Schuppen haben wir schon? Wir brauchen 7 Schuppen für die Maske.
Wir haben 4. Care to play? Okay, dann haben wir die schon mal gekauft. Dann haben wir jetzt 6. Brauchen wir noch eine Schuppe. Wo kriege ich die letzte Schuppe her? Ich glaube, durch Tauchen fand man auch noch welche. Man kann tauchen in May the dem Spiel? departed rest in What? peace. Care to Man in dem Spiel. Das ist so Super Mario-mäßig tauchen. May the departed Nee, habe ich nicht. If you won't come to me, at least instead. Oh.
If you won't come to me, at least instead. Why would you hide him from me? Ich auch keine Ahnung habe, wie ich dich töten soll. Feuerwerk hilft, das ist schon mal gut. So eine Reichweite ist immer. Sie beide sind Geistererscheinungen, das heißt, es ist nicht verkehrt, das göttliche Konfetti zu verwenden, oder? Bei der Nonne Pflicht. Okay. Ja, dann müssen wir so wieder so erstmal jetzt farmen, weil ich habe gar keins mehr. Bei Orin nicht. Okay. Tut es ihr aber mehr weh oder tut sie nicht mehr weh? Orin meine ich. Oder macht es keinen großen Unterschied, wenn ich es bei ihr verwende?
Verstehe. Naja, gut, dann farmen wir eben erstmal göttliches Konfetti für die Nonne. Und probieren, die Nonne zu machen. Bringt der was, wenn ich wirklich nur die 4 Leute hier töte? Mein Schwur. Aber... wirklich? Wasserobjekte erhalten, ja. Und den Glockendämon aktivieren. Glockendämon? Spoilerst du gerade? Spoilerst du gerade etwa? Wow! Das ist das, wo Bloodstorm mir die ganze Zeit erzählt. Du spoilerst! What the shit? Nicht spoilern! Tipps meinetwegen, aber spoilern noch nicht. Du kannst mir nicht verraten, dass in der Glocke ein Dämon wohnt. What the shit? Schäme dich. 5 Minuten in die Ecke. Schäme. Wir müssen wieder so einen Ballon platzen. Lassen. Ja.
Aber erstmal ohne Flachs. Warum genau sollte ich die Glocke läuten? Und das bedeutet, die Gegner werden noch schwerer. Ich habe jetzt schon meine Probleme. Warum sollte ich mir das Spiel noch schwerer machen? Warum ist das ein Ding, was man tun sollte? Dass man sich das Spiel selber noch schwieriger macht, als es sowieso schon ist. Dann droppt da Konfetti häufiger. Aber ist es das wirklich wert? Ich meine, die ganzen Bosse und sowas werden dann auch noch schwieriger, oder nicht? Oder sind damit nur diese... Ich sag mal... Gegner gemeint, die hier ständig rumlaufen. Die ganzen Bosse und so ein Krimskrams wird dann doch auch schwieriger. Und nur damit dann göttliches Konfetti öfter droppt, finde ich nicht, dass das das Wertvolle daran ist. Wenn ich das auf die Waage legen würde und sagen würde, okay, das für mehr Droppen von Konfetti, ganz ehrlich, dann nö. Kannst du jederzeit entfernen. Nee. Oh, sorry. Die Glocke bleibt unberührt. Das ergibt für mich keinen Sinn, warum ich mir das Spiel so viel schwerer machen soll. Ja, aber ganz ehrlich, wie ihr sehen könnt, habe ich doch jetzt schon meine Probleme mit diesen ganzen Mini-Bossen und Bossen. Warum soll ich jetzt also die Glocken läuten? Ich habe doch jetzt schon meine Probleme damit. Ich meine, wenn es jemand ist, der durch Sekiro durchjumpt bis zum geht nicht mehr und sich denkt, oh my, fuck it, das Spiel ist so einfach. Ja, dann kann ich verstehen, dass man die Glocke läutet, aber bei mir ist das nicht der Fall. Also warum wollt ihr, dass ich die Glocke läute? Versteht ihr, was ich meine? Ich hab doch so schon meine Probleme. By the way, wir müssen die Ashina-Künste noch aufleveln. Fällt mir gerade wieder ein. Der Ratten-Sensei hat gesagt, dass ich das aufleveln muss. Wie gesagt, das kannst du im Inventar direkt wieder entfernen. Die Glocke läuten fühlt sich an wie den Typen umbringen, wie den Schildkröten-Typen umbringen bei Dark Souls. Meine Hochzeit ist versaut. So fühlt sich die Glocke läuten für mich an.
Als würde ich mit meiner Hochzeit versauen. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Es klingt verführerisch, was ihr da sagt, aber... So ein bitterer Nachgeschmack dabei, ja, finde bei den Gedanken, das ist unglaublich. Du wolltest auch noch den Dicken wegzaubern. Stimmt, wir haben den Fächer jetzt. Das wollten wir auch noch machen, das stimmt. Babyface. Babygesicht. Das machen wir gleich. So, wie viel göttliches Konfetti haben wir jetzt? Hat einer aufgepasst? 5. Hat einer aufgepasst, ob wir noch mehr haben außer 5? Okay, perfekt. Dann holen wir noch 2. Dann haben wir 2-mal eine volle Ladung. Dann gucken wir. Das ist nicht verkehrt. Ich benutze gleich nochmal einen Ballon. Eins noch.
Komm schon, ey, gib mir das Letzte. Lauf, mein Püppchen, lauf! Excuse you. Ernsthaft. Lauf, mein Püppchen. Oh! Oh! Armes Püppchen. Naja. Geil. Die geheime Wand kennst du auch, oder? Ja. Die hat Platz da mir gezeigt. Die hat Bloodstorm hier mir gezeigt. Hallo, Broski. You need. Ganz, ganz am Anfang, mit dem schreienden Typen auf dem Pferd, da bei dem Haus, wenn ja, dann habe ich die auch. Another time then. Ja, dann habe ich die auch. Hey there, still up. Okay, wir haben 5, im Lager sind 5, das ist schon mal gut. Wenn ich wüsste, dass es Fashion Souls wäre, zumindest ein bisschen, dann würde ich ihm sagen, dass ich die Klinge habe, ganz ehrlich. Weil ich will seinen Mundschutz. Ich finde, er sieht damit aus wie Hannibal Lecter. Und ich will das. Aber... da ich weiß, dass ich seine Klamotten nicht kriege. Das ist Sensei. Ich kann ja Sensei nicht töten, oder? Allerdings, er will sterben, also... Ah.
Ich kann's doch nicht.